Freunde der Sonne, als Teil des EA Creator Networks habe ich vorab Zugang zum neuen The Sims 4 zu vermieten Erweiterungspack erhalten, um euch zu zeigen, was uns alles erwartet, damit ihr euch besser entscheiden könnt, ob sich das Pack für euch lohnt. Es gibt übrigens noch 2 weitere Preview-Videos auf meinem Kanal und es werden auch noch weitere Folgen, also klickt unbedingt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich bedanke mich hiermit nun nochmal recht herzlich bei EA und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Video. In diesem Video dreht sich alles rund um den Create a Sim, die neuen Merkmale und die neuen Bestreben, die mit dem Pack ins Spiel kommen. Und wir wollen auch gleich mal mit den neuen Frisuren starten. Für die Frauen gibt es dann nämlich ganze 8 Stück. Einmal diese hier, dann das Ganze nochmal mit so einem Ombre-Look. Das variiert auch je nach Grundhaarfarbe. Dann haben wir noch diese Frisur hier. Und lasst euch bitte übrigens nicht von meinem Namen hier stören. Den habe nicht ich eingefügt, sondern das kommt, weil das nicht das originale Spiel ist, sondern eine Vorabversion quasi. Auf jeden Fall gibt es dann noch diese Frisur. Diese hier, die ich auch sehr gerne mag. So 2 kleine Zöpfchen. Und auch diese hier ist definitiv mein Favorit. Von vorne ganz schlicht, aber von hinten ist hier so ein Tuch mit in die Haare gewickelt, welches auch je nach Haarfarbe eine andere Farbe hat. Und dann hätten wir da noch diese Frisur, etwas relativ Schlichtes und diese Zöpfe, die mir auch gut gefallen. Hüte haben wir tatsächlich auch ein paar neue. Besonders dieser hier gefällt mir sehr gut. Gibt es auch in sehr, sehr vielen schönen Farben mit Muster und ohne Muster. Genauso wie auch diesen hier. Besonders die Variation mit den kleinen Blumen drauf finde ich sehr, sehr schön. Und theoretisch gibt es sogar noch einen Hut, der allerdings erst bei Level 3 der Handwerksprofi-Karriere freigeschaltet wird. Wir haben aber auch wieder ein paar neue Accessoires, wie zum Beispiel diese Ohrringe hier, genauso wie diese hier, mal in Silber, mal in Gold, je nach Farbe halt eben. Und diese Ohrringe gibt es auch nochmal neu und besonders der letzte Swatch hier gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir auch noch eine neue Brille, die es mal mit getönten Gläsern gibt, mal mit bunten. Und 2 neue Ketten haben wir auch. Einmal ist das diese hier und die andere ist diese hier. Ich klicke sehr, sehr schnell durch alle Swatches durch. Ich hoffe, dass ihr irgendwie alles mitbekommt. Wenn ihr die Farben alle ein bisschen genauer betrachten wollt, dann schaltet das Video einfach in den Einstellungen ein bisschen langsamer, dann klingt meine Stimme wahrscheinlich ein bisschen lustig. Aber dann habt ihr auch mehr Zeit, um euch die Farben ganz genau anzuschauen. Kommen wir aber zu den Oberteilen bei den Frauen. Allgemein gibt es da so ein paar traditionellere Oberteile, aber auch so wie hier ein paar Oberteile, die halt weniger traditionell sind. Also die man auch einfach so im Alltag tragen kann. Dieses hier finde ich besonders schön. Das wäre jetzt allerdings wieder eine etwas traditionellere Variante. Und dieser Pullover hier, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also vor allem so für Sport oder so bei den Sims. Genauso wie auch dieses Oberteil hier. Und allgemein finde ich das sehr, sehr cool, dass es relativ schlicht ist, aber doch halt eben so ein paar Muster hat, die so ein bisschen traditioneller aussehen. Auch dieses Oberteil finde ich sehr süß und ich finde vor allem, dass der Stoff hier sehr interessant aussieht. Und vor allem finde ich es auch interessant, dass es hier wieder so ein paar Klamotten gibt, die auch sehr seniorengeeignet sind. Ich meine, klar, das könnte theoretisch jeder tragen, dafür muss man keine Seniorin sein. Aber oft haben wir im Spiel ja eben solche Oberteile wie das hier, was eben sehr bauchfrei ist, was vielleicht nicht so seniorengeeignet ist. Und da gibt es hier halt wieder so ein paar Klamotten, die meiner Meinung nach so ein bisschen geeigneter sind. Und vor allem diese Leinenbluse hier gefällt mir auch wieder sehr gut, weil es halt eben nicht dieser typische Jeansstoff ist oder so, sondern wirklich irgendwie so bisschen anders. Hier haben wir dann auch wieder so ein bisschen was Traditionelleres. Auch hier sowohl mit Muster als auch ohne. Genauso wie auch dieses Shirt, was halt einfach so ein bisschen gewickelt ist. Finde ich auch sehr interessant. Und hier haben wir dann nochmal so ein bisschen was Normaleres. Also einfach ein Shirt mit einer Jacke drüber. Aber auch dieses letzte T-Shirt hier finde ich sehr interessant und auch die Farben gefallen mir hier sehr gut. Und dann seht ihr hier, dass es noch 3 weitere Klamotten gibt, die ebenfalls noch nicht freigeschaltet sind. Denn diese 3 Oberteile kann man auf dem Abendmarkt in Tomarang kaufen, den ich euch in meiner Gameplay Review noch ein bisschen näher zeige. Kommen wir aber zu den Outfit-Kombinationen und auch hier gibt es ein paar sehr schöne Sachen. Dies hier ein bisschen schlichter, aber vor allem diese Kombination hier gefällt mir sehr, sehr gut mit dieser High-Waisted-Hose. Dieses Outfit ist wahrscheinlich dafür gedacht, wenn man leidenschaftliche Vermieterin ist und überall hin das Werkzeug mitnimmt. Aber besonders dieses Kleid hier, was auch wieder so ein bisschen traditioneller ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Besonders in dieser Farbe. Hier haben wir nochmal ein etwas kürzeres Polo-Kleid, was ich auch sehr süß finde. Und auch hier nochmal ein bisschen was traditionelles in verschiedenen Farben und Mustern. Diese Outfit-Kombination hier gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ist mal was ganz anderes. Und hier haben wir dann wieder ein bisschen was Traditionelleres. Und ich liebe einfach diese Muster. Vor allem das mit dieser Blüte hier oben. Dann hätten wir noch dieses Kleid hier. Etwas schön Lockeres. Denn in Thailand, aka Tomarang, ist es ja immer warm. Und diese Outfit-Kombination gefällt mir auch sehr, sehr gut. Vor allem was die Farben angeht. Mein absolutes Lieblingskleid aus diesem Pack ist aber definitiv
dieses hier. Ich liebe einfach alles dran. Und das hier als Abendkleid finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Auch wieder mit den Blüten, vor allem das Weiße. Kann ich mir auch sehr gut als Hochzeitskleid vorstellen. Auch hier gibt es noch eine weitere Outfit-Kombination, die allerdings erst bei Level 2 der Handwerksprofi-Karriere freigeschaltet wird. Kommen wir nun aber zu den Unterteilen. Und da gibt es einmal diese kurze Hose, was schön Luftiges, gefällt mir auch von den Farben sehr gut. Und dann haben wir da noch diesen gewickelten Rock, den ich ebenfalls sehr schön finde. Dann gibt es noch diese Hose hier, nicht mein persönlicher Favorit, genauso wie die, aber insbesondere die hier kann ich mir sehr, sehr gut zum Yoga vorstellen. Dieses Unterteil gefällt mir hingegen wieder sehr gut, also auch wieder so eine schön luftige Hose, so ein bisschen gewickelt. Und bei dieser Hose bin ich ganz ehrlich, das sieht ein bisschen so aus, als hätte man die Hose falsch rum angezogen, aber ja. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Diese kurze Hose hingegen gefällt mir wieder sehr, sehr gut, auch was die Farben angeht. Und dann haben wir da noch diese hier, wo ich das Muster und die Farben auch sehr, sehr schön finde. Einen Rock gibt es hier auch noch und vor allem die schlichten Versionen gefallen mir hier sehr, sehr gut, weil man es wirklich zu jedem Outfit tragen kann. Und diese Hose finde ich auch sehr interessant, weil es auch einfach mal so ein bisschen was anderes vom Schnitt ist. Zu guter Letzt haben wir dann noch dieses Unterteil, was auch mal was ganz anderes vom Schnitt her ist. Und damit kommen wir auch schon zu den Accessoires. Da hätten wir einmal dieses Armband hier für den linken Arm in diesen Farben. Und das gleiche gibt es halt tatsächlich auch nochmal für die andere Hand. Dann gibt es aber auch noch dieses Armband hier in verschiedenen Farben. Und das war es tatsächlich auch schon mit den Accessoires. Schuhe haben wir aber auch noch ein paar. Und Leute, mit diesem Pack kommen definitiv zwei meiner Lieblings-Sims-Schuhe ins Spiel. Zum einen sind das nämlich diese Sandalen hier. Ich meine, wie schön sind die bitte? Allein diese Muster. Und dann sind das halt noch diese Sneaker. Halt so stinknormale Sneaker, aber in sehr, sehr coolen Farben, vor allem zum Sport. Hier haben wir dann auch noch mal ein bisschen was Lockereres, so ein bisschen sandalmäßig geflochten. Genauso wie diese Schuhe, die auch einfach so ein bisschen luftiger sind, aber noch ein bisschen geschlossener als die vorherigen. Finde ich aber eigentlich auch ganz schick. Und dann haben wir halt noch diese Sandalen, die einfach ein bisschen schlichter sind. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch diese Sandalen, die ich auch recht schön finde. Vor allem halt eben einfach in schlicht schwarz oder in diesem braun oder in weiß. Und damit sind wir bei den Frauen auch erstmal fertig und gehen weiter zu den Männern, denn auch da gibt es drei neue Frisuren. Einmal diese hier, dann einmal diese hier, wo ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass wir die schon 10-mal im Spiel haben. Aber diese hier ist nochmal ein bisschen was Neueres und die gefällt mir auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und auch hier haben wir nochmal den gleichen Hut in den gleichen Farbvariationen wie bei den Frauen. Genau das gleiche gilt auch für die Brille und die beiden Halsketten. Aber bei den Oberteilen haben wir tatsächlich ein paar neue Sachen. Angefangen mit diesem hier und auch dieses Leinenhemd hier finde ich sehr interessant, weil es auch hier einfach vom Muster noch mal ein bisschen was anderes ist. Genauso wie dieses Hemd. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann irgendwie, wenn ich dieses Muster sehe, fühlen, wie es sich auf der Haut anfühlt. Dann haben wir aber auch noch diese Jacke hier, die mit ins Spiel kommt. Einfach ein bisschen was Normaleres. Diese Farbe gefällt mir vor allem recht gut. Und hier haben wir noch ein weiteres, etwas aufgeknöpftes Hemd. Dann haben wir hier auch noch so ein Tanktop, auch recht schlicht mit ein paar Mustern teilweise auf der Tasche. Und dieses Hemd gibt es auch noch. Also ihr merkt schon, es ist relativ hemdlastig, blusenlastig. Aber das passt ja auch definitiv zu diesem lockeren thailändischen Stil. Dieses Oberteil ist genau das gleiche wie bei den Frauen, deswegen zeige ich da jetzt nicht nochmal alle Farbvariationen. Es sind genau die gleichen, aber das hier ist noch neu. Und dann, wer hätte es gedacht, noch ein weiteres Hemd in diesen Farbvariationen. Besonders dieses hier gefällt mir aber sehr gut, mit den vielen verschiedenen Mustern, aber auch schlicht. Der Schnitt, der sitzt einfach perfekt meiner Meinung nach. Und hier haben wir dann nochmal ein bisschen was Traditionelleres. Und auch hier sehen wir wieder dieses Gewickelte. Hier haben wir nochmal so ein Poloshirt, aber in einem ziemlich leichten Stoff, also halt nicht so dieser typische dicke Poloshirt-Stoff. Und dieses Oberteil gab es bei den Frauen ja tatsächlich auch, deswegen machen wir weiter mit diesem Tanktop hier, was ebenfalls auf der Tasche so ein bisschen gemustert ist. Und dann wäre da noch diese Weste hier mit dem T-Shirt, auch in etwas bunteren Farben. Und hier haben wir dann nochmal eine offene Jacke mit einem T-Shirt drunter. Zu guter Letzt gibt es auch hier nochmal genau das gleiche Shirt wie bei den Frauen. Und auch hier haben wir nochmal die drei Shirts, die man auf dem Abendmarkt kaufen kann. Auch bei den Männern sind die Armbänder genau das gleiche, genauso wie auch bei den Schuhen. Also hier gibt es auch die Sneaker, diese geflochtenen, die etwas lockereren und die Sandalen. Hier bin ich noch einmal ganz kurz aus dem Schnitt, denn ich habe tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass es auch noch zwei neue Tattoos mit dem Pack gibt.
Das eine ist dieses hier, was wir hier auf dem rechten Unterarm sehen. So eine schöne Blüte. Und das zweite Tattoo gibt es auf dem Rücken. Die beiden Tattoos gibt es natürlich sowohl für Männer als auch für Frauen. Tatsächlich gibt es aber auch neue Frisuren für die Kinder. Hier habe ich mal weder nach männlich noch nach weiblich gefiltert. Generell sind es aber vor allem bei den weiblichen Frisuren genau die gleichen wie für die Frauen. Bei den Jungs gibt es dann auch diese drei, die gleich sind, aber auch noch zusätzlich diese hier. Finde ich eigentlich auch sehr cool und dieses Kind erinnert mich jetzt schon an Mowgli. Hüte und Accessoires gibt es für Kinder tatsächlich nicht, aber dafür haben wir auch hier 7 verschiedene Oberteile und besonders dieses hier hat sehr, sehr viele Farbvariationen. Hier auch nochmal so ein Trägertop, finde ich auch sehr, sehr süß, gerade die Farben. Genauso wie auch dieses hier mit einem etwas anderen Kragen. Hier haben wir aber auch noch einen etwas dünneren Pullover, ebenfalls in diesem Stoff wie bei den Erwachsenen. Und insbesondere dieses Oberteil hier gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch hier wieder so eine Jacke mit einem T-Shirt drunter. Dann wäre da noch dieses T-Shirt, auch mal mit Muster, mal ohne Muster. Und zu guter Letzt auch hier nochmal so ein bisschen was Traditionelleres. Als Outfit-Kombinationen gibt es bei den Kindern auch 2 Stück. Und zwar einmal das und als zweites dieses Kleid hier, was ich persönlich sehr, sehr süß finde. Unterteile haben wir auch 3 Stück und zwar wäre das einmal dieses hier, dann haben wir noch diesen Rock hier, auch relativ schlicht und so ein bisschen gewickelt und zu guter Letzt auch noch diese Hose, die ich auch sehr süß finde. Accessoires gibt es keine, aber wir haben auch bei den Kindern tatsächlich noch 3 Paar Schuhe und zwar einmal diese Sandalen hier, dann auch noch diese Schuhe, die ähnlich sind wie bei den Erwachsenen und zu guter Letzt diese kleinen Sharkies in unglaublich vielen verschiedenen Farben. Und da habe ich ja schon in meiner Trailer-Analyse erzählt, warum ich sie so sehr liebe. Und zwar, weil meine Sims-Kinder jetzt genau die gleichen Schuhe wie ich tragen können. Auch für Kleinkinder gibt es aber tatsächlich noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel diesen super süßen Mowgli-Haarschnitt. Aber auch hier haben wir tatsächlich noch ein paar neue Oberteile. Insbesondere dieses Hemd hier gefällt mir sehr gut von den Mustern her. Aber auch das hier mit der kleinen Tasche am Bauch finde ich unheimlich niedlich. Und hier gibt es auch nochmal so ein bisschen was Traditionelleres. Bei den Outfit-Kombinationen liebe ich vor allem dieses Kleid hier. Ich meine, schaut euch an, wie süß es ist. Dann haben wir aber auch noch das hier, so ein bisschen was Lockereres. Und zu guter Letzt noch ein weiteres Kleid, was ich ebenfalls unheimlich süß finde. Also ich glaube, diese beiden Kleider bei den Kleinkindern sind definitiv meine Highlights. Wir haben aber auch noch 2 Paar Hosen. Einmal eben die längere von eben und diese etwas kürzere. Accessoires und Schuhe haben wir auch bei den Kleinkindern nicht. Aber wir sind tatsächlich noch nicht am Ende, denn auch für Säuglinge gibt es diesen süßen Haarschnitt. Genauso wie auch ein paar super süße Oberteile. Da wäre dann nämlich zum Beispiel noch dieses T-Shirt in verschiedenen Mustern. Oder auch hier diese super süße Jacke mit dem T-Shirt drunter. Auch hier gefällt mir aber dieses Leinenhemd in den verschiedenen Mustern wieder sehr, sehr gut. Und Outfit-Kombinationen haben wir auch hier tatsächlich wieder ein paar. Vor allem diesen süßen Tiger hier finde ich unglaublich niedlich. Da wäre dann aber auch noch dieser Strampler hier, wo mir die Farben auch sehr gefallen. Und zu guter Letzt auch noch diese Outfit-Kombination, ein Jäckchen mit einem Onesie. Hosen gibt es auch hier aber tatsächlich noch 3 Stück in verschiedenen Mustern und Farben. Hier nämlich auch nochmal die kürzere Variante, relativ schlicht. Und hier nochmal so eine Art Jogginghose, aber auch in einem leichteren Stoff. Auch bei den Säuglingen gibt es leider keine Accessoires und Schuhe, aber damit werden wir mit dem grundsätzlichen Create a Sim auch schon fertig und kommen zu den neuen Merkmalen, wo tatsächlich ganze 5 Stück mit dem Pack kommen. Eines davon ist hier in der Kategorie Lifestyle und zwar Kind des Dorfes. Diese Sims lieben es, sich mit ihrer Gemeinschaft und der Kultur von Tomorrank verbunden zu fühlen. Mit nahestehenden Sims in Verbindung zu bleiben und an Aktivitäten teilzunehmen, die sie an ihre Heimat erinnern, ist wichtig für ihr Wohlbefinden. Also im Prinzip ähnlich wie das Kind des Meeres vom Inselleben Pack. Und mit diesem Merkmal können die Sims tatsächlich auch diese wundervollen Himmelslaternen steigen lassen. Dann haben wir aber noch 3 weitere Merkmale hier in der Kategorie Sozial. Und zwar ist es einmal mein wahrscheinlich neues Lieblingsmerkmal großzügig, fürsorglich, empathisch und geduldig. Diese Sims sind am glücklichsten, wenn sie ihre Zeit und ihr Geld opfern können, um anderen zu helfen. Jeder liebt großzügige Sims, aber sie können es mit ihren Spenden auch übertreiben. Dann gibt es aber tatsächlich auch noch das Merkmal neugierig. Sims, die beim Tratschen, Schnüffeln und Spionieren aufblühen. Sie kennen keine Grenzen und verletzen die Privatsphäre anderer, aber sie verstehen es, Geheimnisse mit allen notwendigen Mitteln aufzudecken. Und dann wäre da noch das Merkmal peinlich. Sims, die
absolut selbstvergessen sind und häufig polarisierende Reaktionen hervorrufen. Peinliche Sims haben oft kein Bewusstsein für gesellschaftliches Benehmen, hegen jedoch eine starke Begeisterung für das Leben. Damit kommt zum Beispiel dieser neue Big Block-Tanz ins Spiel. Aber falls ihr euch nun fragt, hä, ich habe doch gerade noch gesagt, es sind 5 Merkmale, das waren jetzt aber ja nur 4. Das 5. Merkmal ist tatsächlich nur für Senioren, was ich unglaublich cool finde. Hier haben wir in der Kategorie emotional nämlich tatsächlich noch das Merkmal Weise. Ein Sim, der genügend Erfahrung im Leben gesammelt hat, um zu wissen, was wirklich zählt. Diese Sims schwelgen gerne in Erinnerung und lassen andere an ihrer Weisheit teilhaben, was sie zu ausgezeichneten Mentoren für alle macht, die bereit sind, ihnen zuzuhören. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung erlernen sie neue Fähigkeiten mit Leichtigkeit und aufgrund ihrer emotionalen Intelligenz sind sie selten wütend und fühlen sich meistens wohl. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil ich auch dieses Merkmal einfach über alles liebe. Und dieses Merkmal muss tatsächlich nicht mal unbedingt im Creative Sim vergeben werden, also ihr müsst nicht unbedingt einen Senioren erstellen, sondern sobald euer Sim zum Senioren wird, kann er das Merkmal tatsächlich von alleine erhalten. Dies geschieht zum Beispiel, wenn euer Sim Level 10 der Logikfähigkeit erreicht hat, vielleicht aber sogar auch, wenn er gleichzeitig ein Genie ist. Also da gibt es einfach ein paar mehrere Möglichkeiten mit diesem Pack. Wenn man zusätzlich aber zum Beispiel noch das Zusammenwachsen-Pack hat, dann gibt es da natürlich auch wieder weitere Möglichkeiten, das Merkmal zu erhalten. Zu guter Letzt schauen wir uns aber auch nochmal die 4 neuen Bestreben an. Das allererste finden wir hier im Bereich Beliebtheit. Und zwar ist das anspruchsvolle Anwohnerin. Dieser Sim möchte Wohnraum mieten und der perfekte Mieter und Nachbar sein. Ein Merkmal finden wir hier im Bereich Devianz. Und zwar ist das Geheimnissucherin. Dieser Sim liebt den Nervenkitzel, den heiklen Geheimnissen anderer Sims auf den Grund zu gehen. Was er mit den gesammelten Informationen macht, muss noch entschieden werden. Das dritte Bestreben gibt es hier im Bereich Ort. Und zwar ist das Tomaranganische Quelle des Wissens. Dieser Sim möchte alles aufsaugen, was es über Tomarang zu wissen gibt. Das vierte Bestreben haben wir dann hier im Bereich Vermögen. Und zwar ist das die 5-Sterne-Eigentümerin. Dieser Sim möchte der beste Eigentümer sein, den die Welt je gesehen hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch die neuen Creative Sim Objekte gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, euch auch noch die anderen Preview-Videos anzuschauen.